Quartettenspiel. Das heißt, das menschliche Quartett, ihr müsst es euch vorstellen, wie Autoquartett, nur mit Menschen. Und wir bilden Teams aus 3 Leuten und wir treten in verschiedenen... Ich bin aufgeregt. Und wir treten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Ich weiß gar nicht, warum du immer so nervös bist. Nämlich. Es geht um nichts. Es ist nicht... Nämlich? Letzter Urlaub. Letzter Urlaub. Seelentier. Seelentier. Nicht zu verwechseln mit dem Lieblingstier. Wenn einer Katze sagt, raste ich aus. Es soll eure Seele widerspiegeln. Also, ihr müsst überlegen, was bin ich für ein Mensch? Welches Tier spiegelt das am besten wider? Ja, meine Seele, das ist wichtig. Kann auch sagen, dass man, ja, man, das muss nicht gleich das Lieblingstier sein. Es kann ja auch durchaus sein, dass meine Seele hasst. Nur als Beispiel. Als würde irgendjemand sagen, okay, mein Lieblingstier ist Tiger, aber ich sehe mich eher so als Kugelfisch. Ich glaube, ich sag Kugelfisch. Nein, er mag keine Tiger, aber er hat die Seele eines Tigers. Also das er mag kann sich gehen. Nicht, er mag seine Seele einfach nicht. Er mag seine Seele nicht, genau. Okay. Und das spielen wir, und Karriere. Karriere. Okay, ja, okay. Ja gut. Spielen wir es in 3 Kategorien. Mal saalig bitte, ich brauche jetzt 3 Leute für Team Till. Ja, also mal selber nachdenken. Ja, ich fühl da den Vibe. Ich habe da wirklich, ich du merke Du fühlst ja, den da, Vibe und das ist okay, solange der Vibe nicht an weiblichen Körpern hängt. Du zum Beispiel, wie heißt du? Maria. Ein Riesenapplaus für Maria. Willkommen im Team Till. Du musst nichts machen. Bleib nur sitzen. Bleib sitzen. Alles gut. Immer zu nah ran. Hast du es gemerkt, Maria? Hast du gemerkt, diese Gänsehaut, die da in dir aufsteigt, Leute, diese Abwehrhaltung? Das ist das, ne? Oder? Wenn du zu nah rankommt, man sofort dieses... Ja, du siehst aus wie jemand, der hat ein spannendes Seelentier. Ist das richtig? Da gehe ich richtig in den Annahme, oder? Mhm. Wie heißt du? Thomas. Ein Riesenapplaus für Thomas. Anna, Thomas, willkommen im Team Till. Thomas, jetzt brauche ich hier, ja, da sehe ich sofort, da sitzt hier ein Karrieretyp. Du heißt wie? Peter, hallo. Peter, ein Riesenapplaus für Peter. Anna, Thomas, Peter. Geil, Titel! Und bitte Moritz. 1, 2, 3, das ist mein Team. Ja, und da fehlt der Spirit. Es ist ja Busch, als würde sein letzter Urlaub geiler werden, weil ich nah an ihm gerochen habe. Natürlich, ich spüre das, ich gehe ja durch die Reihen und ich merke, da ist ein Vibe, da ist keiner. Ja, nee, dann mach ich das jetzt auch mal, auf jeden Fall. Nee, dann ja, mach mal, probier's mal aus. Oh, ja, probier's mal aus. Was so, ist denn hier jetzt, für ein Vibe? Jetzt erstmal durchlässig sein, Moritz, durchlässig nur. Sein. Es nimm die Brille ab. Viel zu viele Menschen zu nah an mir dran. Es riecht nicht gut, es ist zu warm. Alle sehen aus, als hätte man ihnen ins Gesicht geschissen, weil wir in Berlin sind und hier wirklich null Sympathie in diesem Raum. Irgendwie die Möglichkeit, an einem menschlichen Gesicht festzuhängen. Hör auf, auf sie zu zeigen, um Gottes Willen. Das sind Menschen, die das Nazireich groß gemacht haben, Maria. Lass bitte die Anna in Ruhe, die ist im Team Till. Sie heißt... Die Maria, heißt, meine ich, ja. Ja. Es bleibt bei 1, 2, 3. Deren Vibe ist relativ gut, weil sie nicht nah an mir dran waren. Ja, das gut, dann probieren. Ja, oh, nachher müssen wir hier mal die Stimmung reinigen. Sorry. Moritz, ja, dann fang mal an, bitte. Wir starten mit dem Seelentier. Mit dem Seelentier. Die blonde Dame mit der Brille. Wie ist dein Name? Ja. Ja. Petra. Petra, was ist dein Seelentier? Steinbock. Mega geil. Aber du hast es verstanden, ne? Nicht Sternzeichen. Steinbock ist immer mega geil. Du bist also extrem durchsetzungsfähig. Du bist also auch gar nicht so ein Herdentier. Es ist okay, dass die ganzen anderen Leute da rumhängen, aber sollen dir mal nicht zu nahe kommen, weil sonst... Bam, Nacken. Das ist so ein Nackenmensch. Das ist so ein Nackenmensch. Ganz viele Muskeln hier, um mal zu machen. Richtig durchsetzungsfähig. Ja, kannst richtig gut klettern auf der Karriereleiter nach oben. Steinböcke, wissen die wenigsten, gehen nie bergab. Immer nur hoch. Ja, und verrecken dann, weil die Luft so dünn wird. Nein, Steinböcke verrecken dann nicht, sondern zwingen andere Tiere, ihnen was zu bringen. Los, Eichhörnchen, ich will mir ein Marmeladenbrot, mach ich nicht. Ja. Fucking Steinbock. Mega geil. Hören Sie mir jetzt, wir spielen dieses Spiel. Wir spielen dieses Spiel seit Jahren. Es sind immer die gleichen Scheißantworten. Noch nie kam jemand auf Steinbock. Ja, warum nicht? Warum wohl nicht? Weil das Tier niemand braucht. Also ganz ehrlich, hier in Berlin wird ja niemand, wenn die Steinböcke aussterben würden, nach 200 Jahren wird das irgendwann jemand merken, weil irgendjemand mal auf den Berg gefahren ist und sich gedacht hat, krass, Steinböcke? Nee. Ja. Stört's mich? Nein, gar nicht.
In Berlin würdest du das überhaupt nicht bemerken, wenn irgendwas an Tieren stirbt, außer Triebtäter. Das sind die einzigen Tiere, die in diesem Land auffallen würden. Und merkst, oh, ganz okay heute. Oh, wo ist denn Till? Nicht an meiner Hose. Ich glaube, es ist okay. Nee, dann komm, was ist denn besser als Steinbock? Erzähl. Maria. Maria. Na bitte. Rottweiler. Rottweiler! Ja, Mann! Fucking Rottweiler. Weißt du, was der Rottweiler zum Steinbock sagt? Haps, haps, sagt er. Weg ist der scheiß Steinbock. Rottweiler. Ruf dabei noch ein bisschen Nacken. Ah. Geiles Tier, Mann. Du hast richtig Haare auf den Zähnen. Schön paar also. Kinder totbeißen. Geil, Maria. Maria, du arbeitest wahrscheinlich nicht im pädagogischen Bereich, oder? Nein, absolut nicht. Na, welcher Bereich ist es denn? Du bist ja unsicher. Das ist schon kein gutes Zeichen. pädagogisch heißt mit Kindern. Maria, was ist denn? Polizistin! Ja! So Leute brauchen wir! Hör mal! Nee, ist pädagogisch. Nee, vor allen Dingen mit so einer Rottweiler-Seele, auf jeden Fall. So Polizisten brauchen wir. Genau, du bist die in den Demos freiwillig Dienst macht. Ja. Ne, mit Robocop bin ich dabei, ja klar, Mann. Trage ich auch manchmal einfach so. Was sind das? Hippies? Die kriege ich. Geil, also du sagst, du bist Polizistin und dein Seelentier ist Rottweiler. Also, ja, Mann. Dein Ding ist wirklich, jemand ruft an, weil er Hilfe braucht und du gehst hin und beißt ihm ins Gesicht. Das ist dein Style, oder? Aber ja, mal hart durch. Aber mit dem Zwinkern, deswegen geht's. Ja. Dann ist okay. Da wird wie wild gezwinkert bei Maria, na klar. Ja, es ist natürlich, ja, es ist in Lichtenberg, die beißen nur Nazis. Hey, voll. Guck mal. Pauschale Verunglimpfung, es gibt auch drei Leute in Lichtenberg, die nicht Nazis sind. Ja, ist doch mega geil. So, die beißen Nazis kaputt in Lichtenberg, hat dieses Robocop-Ding an, riecht mal, das riecht nach Faschismus, Freunde. Ja, entweder das oder halt die andere Seite. Also, oder halt, also ich kenne jetzt nicht viele Linke, die Rottweiler haben. Ich glaube, es ist eher so, könnte ich mich versetzen nach Lichtenberg, da kenne ich viele Freunde von mir. Aber das ist doch die Partypolizei. Das weiß man doch hier in Berlin. Das ist die Partypolizei, na klar. Die ballern einfach viel. Da wird nicht viel gearbeitet, oder Maria? Nein. Ja. Man freut sich einfach. Wie würdest du dich denn politisch so verorten? Eher links, eher rechts, Mitte? Nee, wir haben ja viele Nazis in unserem Stammpublikum auf jeden Fall. Kann ja sein, dass du dich einfach nochmal nach dem Rechten sehen willst und du hier dann. Digi, sie darf sich nicht mal äußern. Ja. Sie ist eine Staatsbeamtin. Ja, aber jetzt bist du ja privat hier. Du bist eine Staatsbürgerin in Uniform mit Rottweiler. Ja, nö, ich meine, die Kamera hält halt auch voll drauf. Ja. Nee, sag mal, links oder rechts? Nee, das weiß nachher keiner. Ja, ich denke, wir stimmen ab. Ey. Ist es der Steinbock? Applaus bitte jetzt. Genau, Bullenschweine! Oder ist es der Rottweiler? Applaus bitte jetzt! Das war ja trotzdem Brüllen in die Menge gar nicht lauter, Till. Wobei auch, glaube ich, der Applaus war wirklich gar nicht für den Steinbock, es war eher gegen das Bullenschwein tatsächlich. Es war eher dieses. Ich glaube, hier sind mehr. Maria, kümmerst du dich mal darum, danke. Ist das hier so ein Betriebsausflug von euch? Ja. Ja, okay, genau. Mal ganz ehrlich, wie viele Polizisten und Polizistinnen sind denn anwesend? Eine Polizistin noch, welcher Bezirk? In Mitte. Kennt ihr euch vom letzten Eimer saufen? Ja, genau. Lasst mal Leute klatschen. Dürfen wir nicht. Ich hab eine Marke. Geile Sache. Mega geil. Euer Job es ist so. Es gibt auch coole Polizisten natürlich. So, es gibt eine Menge coole Polizisten, ja. Aber es gibt vor allem eine Menge coole Polizistinnen, muss ich sagen, in meiner Erfahrung. Also im Ernst, das ist immer so, nicht weil das Frauen sind, sondern aus irgendeinem Grund, ist es immer so, wenn ich kontrolliert werde, dass der Typ kommt. Und die Frau meint, Manfred, ich mach das. Ja, haben Sie getrunken? Nein? Okay, fahren Sie einfach weiter. Reicht! Manfred!
Affe runter! Und dann fahre ich meistens schon wieder los. Das ist wirklich. Wir kommen zum zweiten Kategorie, das ist letzter Urlaub. Letzter Urlaub. Letzter Urlaub. Ja, du weißt nicht mehr genau, wen du hattest. Ne? So, Thomas? Thorsten. Thorsten? Thorsten oder Thomas? Entschuldigung. Thomas, genau. Sächsische Schweiz. Geil. Das ist ja genau mein Ding. Das ist ja genau mein Ding. Ja, gerade die Leute brauchen Unterstützung. Natürlich. Warst du mal da? Ja, klar, ist wunderschön. Das ist wie die Eifel, wie die Alpen. Nur kleiner, du kommst schneller hin, es fährt in der immer nett, toll. Also es ist halt wirklich, die Berge und sowas sind wirklich schön. Wir waren 5 Tage da wandern und ich hab wirklich mehr Reichskriegsflaggen gesehen als Eichhörnchen. Wir waren im Wald, 5 Tage im fucking Wald. Es war so krass. Wie lange warst du denn da? Drei Tage. Ja klar, man entspannt so schnell, ne? 3 Tage in ostdeutschen Bergen ist doch kein Urlaub, das ist ein Armutszeugnis. Nee, ich sehe das, da ist der Akku wieder voll. Ja? Du darfst den Akku auch nicht überladen. Da ist ja dermaßen Entspannung angesagt. Mir reicht oft schon ein halber Tag. Finde ich geil. Mit wem warst du da? Mit wem warst du da? Deiner Freundin. Schön. Grüße. Das ist einfach ein geiler Urlaub. Du fährst dahin ganz kurz, ne? Wie lange braucht man da ungefähr hin? 2-3 Stunden? 3 Stunden? Schön. Und wir haben was gemacht? Airbnb oder, nee, das gibt's ja nicht, aber so, aber Zelt oder? Klettern und dann in diesen Bofen da. Ist das schön. Habt ihr ganz ehrlich, Hand aufs Herz, habt ihr ein Herz in den Baum geritzt? Ja, hat er. Ein Romantischer. Ganz ehrlich, das ist für mich ein Herzblatturlaub. Kennt ihr noch Herzblatturlaub? Ja, genau. Und du gewinnst 3 Tage in der sächsischen Schweiz, wo sich alle denken, genau. Yes! Weil der Sender sein Budget so übertrieben hat, das hat gereicht für 3 Tage Ostdeutschland. Ja. Warum hast du deine Freundin? Was ist Nein, los? Nein, eben. Nein, Moritz, das ist wirklich du nicht so, dass mehr. Leute, die sich denken, okay, ich bin mit meiner Freundin in Urlaub, aber nicht zu lange und nicht zu teuer, weil ich weiß nicht, ob sie wirklich so geil ist. Nein, ganz pass auf, lass mal in den Zug steigen. Ist ein bisschen wie die Alpen, nur sehr viel kleiner und mehr Nationalismus. Also, hast du Bock drauf? Hotel? Nee, wir schlafen bei Hiltraut. Moritz, das ist wunderschön und das kennst du nämlich nicht mehr. Die lieben sich noch. Das ist ganz, ja, das ist in den Kinderschuhen, die Beziehung, oder? Wie lange seid ihr zusammen? Klappen, ja! Da ist es noch heiß, da reicht die sächsische Schweiz. Ja? So, bei dir 3 Wochen Fuerte und man hasst sich einfach ab Tag 1. So viel Wasser rutschen kannst du gar nicht bauen, wie du deine Frau hast, Moritz. So, war zu viel. Was geht denn da los? Oh. Okay, also meine Aufgabe ist, irgendwas zu finden, was geiler ist als 3 Tage Ostdeutschland. Mal schauen. Dann zwei neben Petra. Wie ist dein Name? Ja. Nee, dich meine ich nicht. Nee, dahinter. Ja, wie ist dein Name? Nico, wo war dein letzter Urlaub? Mallorca. Und die sächsische Schweiz. Es ist auch Ostdeutschland, alles richtig aber gemacht. Mega geil. Alles richtig gemacht. Geil. Auf welcher Seite? Auf dieser, die schöne Seite oder richtig schön ballern. Schön Sangria bis zum Kotzen und dann nur noch 2 Schluck. Ach geil, Moment mal, bist du der Freund von der Polizistin? Ja. Ja! Ja, schon. Mega gut. Ja. Vor allem, du druckst dich so um Antworten rum, dass da irgendwas passiert ist, was auf sie zurückfällt. Weil du nämlich immer weiter von ihr abrückst. Oh, mega gut, du verlierst deinen Beamtenstatus, ey. Was habt ihr, wart ihr zusammen da? Ja, okay, und was? Nein, ist nur ein Klischee, dass die alle saufen bei der Berliner Polizei. Ja. Ist mega gut, wie unangenehm. Was ist passiert, Nico? Dass du wirklich, dass dir das so unangenehm ist, mit der Polizistin auf Mallorca gewesen, ist doch mega geil. Wie lange? Es ist 10 Tage, ist ja ein bisschen mehr als 3 tatsächlich, ne? Ja, geil. Und was war schon wenig, ihr habt das zusammen im Hotel, oder? Er weiß nichts mehr von dem Urlaub. Nichts. Er weiß alles einfach weg. Besser. Es ist...
Ich sag mal, es war entweder Mallorca oder Spreeufer. Ich habe keine Ahnung, ich bin da so raus. Das ist ja einfach nur furchtbar und erbärmlich. Das ist ja mega geil. Du hast einfach nonstop durchgeballert, oder was? Nee, was hat die gemacht? Manchmal war Pause, da konnte er einfach nicht mehr. Da hat sie dann weitergemacht. Urlaub fürs Gehirn, ey. Was hast du gemacht da? Und dann die Hände zum Himmel. Der hat ja jetzt noch so einen Affen im Kopf. Wo bin ich? Keine Ahnung. Der Urlaub war so geil. Der Typ ist immer noch mega voll. Ja. Wann war das? Er winkt schon ab. Nico. Ostern, ja. So feiert man Jesus am besten. Hat da jemand die Eier gefunden? Mega geil. Aber nee, ihr seid schon nicht am Saufen, sondern ihr seid schon so die schöne Seite. Sport, was habt ihr für Sport gemacht auf Mallorca? Radfahren. Das ist Rennradfahren. Ja, oh Gott, warum? Kannst du in der sächsischen Schweiz auch machen, ohne so großen Fußabdruck? Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen. Sorry. Bin ich traurig. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen. Das ist ein Egoistenpaar. Sie will einfach nur Demonstranten klatschen. Ja? Und er lässt sich einfach gerne volllaufen für einen EasyJet-Flug mit 30 Euro, oder? War doch so. Ja, wie teuer war denn der Flug? Was spricht denn dagegen? Ganz, ja, sie kacken einfach auf andere Menschen. Ja, sie trampeln auf den Gefühlen rum. Mit Stahlträgerschuhen. Schuhen. Ja, aber ich meine, wir müssen halt immer diese Hippie-Scheiße mit, ja, alle Menschen sind doch... Und vor allen Dingen, da fährst du dann Fahrrad. Fahr doch mal Fahrrad dahin. Bleibst du im Tag, vielleicht sie zulaufen, wieder zurück. Ich find Malle mega gut. Genau. So, wir müssen jetzt abstimmen, weil langsam kann ich das nicht mehr aufhalten. Stimmen wir doch mal ab. Wer ist denn dafür? Nee, was wir machen, ist auf jeden Fall Urlaub in Deutschland. Und zwar mal gehen wir dahin, wo Deutschland noch Deutschland ist, wo wir nicht in die Gefahr laufen, Menschen zu sehen, die nicht deutsch sind. Moritz. Denn das ist das, was wir uns wünschen. Ein Deutschland den Deutschen mit Bergen, meine Damen und Herren. Nein, wenn nein. Wir dafür sind, dann Applaus für die deutsche sächsische Schweiz, meine Damen und Herren. Sächsische Schweiz, Johlen, Jubel, Trillium. Das merke ich. Viele SS-Fans unter euch, finde ich super. Sächsische Schweiz. Oder ihr sagt, nee, wir nehmen den geilen Teil von Spanien, da wo man meine Sprache spricht, mein Essen trinkt. Es ist im Grunde genommen Ostdeutschland, aber wenigstens mit ein paar Ausländern. Seid ihr dafür, meine Damen und Herren, dass man sagt, wenn ich jetzt nicht applaudiere, dann haben hier Menschen, die gut mit Schlagstöckern umgehen, die Möglichkeit, unsere Adresse rauszufinden. Du bist so verzweifelt. Und dann kommen die mit dem Rennrad nach Hause. Und dann wollen wir mal gucken, wer hier noch in Kreuzberg lange wohnt. Wer ist denn für Mallorca, frage ich in die Runde. Eins, eins. Es steht 1-1. Wir kommen zur Kategorie Karriere. Bitte, Moritz. So, jetzt den Mann in der Mitte mit dem hellen grauen T-Shirt. Wie ist dein Name? Ja. Friedmann? Friedbert. Geilster Name. Ich habe erst verstanden, furchtbar, aber jetzt, ja. Ich sehe es auch so über auch. Habe ich? Ich habe ein T-Shirt an. Oh, shit. Friedbert, was ist deine Karriere? Deine Karriere ist beendet. Mega nice. Beste Karriere überhaupt. Geil. Geil. Moment. Jackpot! Ja, klar. Was hat jemals angefangen? Was hast du denn vorher gemacht, Friedbert? Ich weiß, du kannst über mich rüber gucken, aber mach's nicht. Was denn? IT. Geil. Mm. Ja. Also, viel mit Computern gearbeitet, ne? Sind wir jetzt, wenn er mit dem Selbstbewusstsein sagt, sehr gut, dann ist das so. Was hast du IT-mäßig gemacht? Telekom. Du hast die ausgenommen. Was hast du genau gemacht da? Du hast ja aber völlig verarscht, oder? Du hast ja richtig dafür bezahlen lassen, dass du eigentlich Service oder was hast du gemacht? Internationale Kunden betreut. Okay, das ist so vage, dass ich irgendwie ausgedacht. Ich glaube fast, die Telekom ist wirklich was für eine Geldwäsche. Das ist so ein Berliner Ding. Da kam Geld rein, dann haben wir es Magenta angemalt und dann haben wir es wieder rausgeschickt. Ich habe keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung. Geil, aber du bist jetzt wie alt?
62. Ja, da bist du auch lange raus. Warum bist du denn jetzt schon im Ruhestand? Weil das geil ist. Weil man sich Weil er mit 55 kann. Wusste, okay, was soll ich denn noch mit mehr Geld? Ich glaube, ich fahre nach Mallorca. Nee, geil. Und du hast du es gerne gemacht? Ja? Was genau hast du denn gemacht? Du hast einfach mit den Kunden geredet und hast dann einfach in Nordkorea Telefone verkauft. Internet. Weltweit Kundenbetreuung. Mehr kriegst du aus dem nicht raus. Das soll es erstmal sein für dich. Ich glaube, ja. Peter, vielleicht können wir noch eine andere. Ich glaube, ehrlich gesagt, das klingt so vage, dass es eher, das ist ziemlich weit oben in der Kette. Weil er hat einfach so Kunden betreut. Da waren auch Leute dabei. Welche Kette? Telefonkette? Wird bei Telekom nicht funktionieren. Hierarchiekette. Peter, was ist deine Karriere? Du bist Gärtner. Megaseeds! Es ist aber. Ja! Sehr geil. Peter, du mähst Rasen. Geil. Nee, das ist keine Karriere. Du kümmerst dich um Pflanzen. Du hast die richtige Expertise. Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Leute, die zu oft unterm Rock fotografieren. Moritz, so hast du dein Fachabi gemacht. Ja, ja, nur da hat dir Peter dich angewiesen. Eben, ich kenne das Metier. Ja. Gerte Blümchen kenne ich. Ja, 2+. Mega geil, auf jeden Fall. Wo bist du Gärtner? Garten. Und ist das deine eigene Parzelle oder? Also in wessen Garten bist du denn da? Du betreust mehrere Parzellen. Ernsthaft? Gleichzeitig. Du bist Wärter im Kleingartenverein. Arbeitest du im Kleingartenverein, wirklich? Nein. Sondern? Bitte? Naturschutzweiher. Naturschutzverein eher. Achso. Warum suchst du auch Leute aus, die da hinten sitzen? Ja, Naturschutz, er macht wirklich was für die Umwelt. Das ist halt nicht nach Malle fahren oder so. Der kümmert sich um die Welt, finde ich toll. Mit den eigenen Händen, man ist ja so entfremdet. Hm? Ja, er kriegt es doch gar nicht mehr mit, er weiß doch gar nicht, was draußen vorgeht. Ja? Er denkt, die Telekom ist ein geiler Arbeitgeber. Alle denken sich so, nein, Alter, das ist echt scheiße. Wie viel Scheiße mit der Telekom erlebt. Hast du schon mal Scheiße mit dem Baum erlebt? Nein. Was völlig egal ist, weil Friedbert seit 5 Jahren in Rente ist, hat das Haus abbezahlt, hat einen riesen Garten, aber hat er Bock, das selber zu machen? Dafür gibt's doch andere Assis. Und dann ruft er deinen Typen da an und sagt, du hast doch noch was vergessen, ne? Das wird doch auch noch weg. Danke, danke. Was riecht denn hier so? Kompost? Kannst du den mit nach Hause nehmen? Danke. Wir reden hier nicht von Toll, wir reden von Karriere. Und das ist die Stufe knapp über... Nee, Moritz. Ganz dünnes Eis. Die Leute mögen den Gärtner. Weil sie auch genau wissen, schwieriger Typ. Schwieriger Typ? Ja, ich dachte, das war ein Gärtnerwitz. Weil der Gärtner immer der Mörder ist. Na, ich sag mal. Also über diese schwache Pointe sollten wir etwas Gras wachsen lassen. Schön. Ja, kann er leider nicht. Ja, er weiß nicht, wie es geht. Er sät aus, wird nichts. Er macht eine Wiese, macht einen Rasen, macht eine Wildwiese, macht einen englischen Rasen. Der kennt die Fachbegriffe. Rasen und englischer Rasen sind jetzt keine großen Fachbegriffe. Ja, doch, Rasen. Es gibt den 0815-Rasen, so nenne ich als Laie das mal. Du wirst dann das wahrscheinlich anders nennen. Wie würdest du das nennen? Passt gut, ja. So. Ja, 0815 Rasen. Ich bin ein bisschen drin in dem Metier, merke ich. Okay, ganz im Ernst, du trägst Oettinger in irgendeinem Park. Das ist dein Job, oder nicht? Was heißt denn Gärtner? Wo bist du denn angestellt? Achso. Naturschutzverein. Der schützt die Umwelt, der fährt raus. Und wenn da mal irgendwo die Erde nicht locker ist, da lässt er aber nicht locker. Ja, der vertikutiert. Oder, da wird vertikutiert. Ist ein Begriff, den ich kenne. Ja, damit die Wiese atmen kann, da holst du das Moos raus. Ist es nicht so, Peter? Ja. Du warst ja auch kurz nicht mehr sicher, ne? Okay. Was ist deine Lieblingspflanze, Peter? Ach, ich gerate ins Schwärmen. Bitte? Was? Rate mal. Süß. Ein Krokus vielleicht? Ist nah dran? Sonnenblume? Wirklich, das ist auch meine Lieblingsblume! Hab ich heute noch zu dir gesagt, das ist meine Lieblingsblume.
mega geil. Ja, komm, ich okay, aber dann erzähl die ganze Geschichte. Du hast gesagt, meine Lieblingsblume ist die Sonnenblume, weil sie so einen dicken Steckel hat, wenn du weißt, was ich meine. Dann erzähl doch die ganze Geschichte, Till. Dann nicht nach der Hälfte aufhören. Und heute Abend suche ich mir eine Vase, wenn du weißt, was ich meine. Ja, dann wirklich immer nur den Anfang der Geschichte. Es stimmt einfach immer nicht. Mega cool, die Sonnenblumen. Die werden richtig groß, ne? Ja. Ja, also dein Gärtnerwissen befindet sich auch wirklich auf dem Minimalsten. Nein, weil er düngt. Ja, mich düngst, du hast das Spiel wahrscheinlich verloren. Wir stimmen ab. Stopp, sag mal, wir reden hier nicht von, das ist aber schön, sondern wir reden von Karriere. Er ruckelt sich den Arsch ab für Naturschutz, was alle wissen, das ist lange vorbei. Die Wale gibt's morgen auch nicht mehr. Er hat das verstanden und gedacht, ich mache Internet, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich fucking reich, jetzt kaufe ich mir einen Wald. Und dann gucke ich zu, wie der abbrennt, weil es ist mein scheiß Wald. Er hat Leute abgezogen aus dem Ausland. Ja, aber es waren ja eben Leute aus dem Ausland. Machen Sie doch einen Vertrag bei der Telekom. Ja, was? Netz? Nee, das haben wir nicht. Nee. Stand in den AGBs aber auch so drin. Kostet 200 Euro, ja. Genau, 180 mehr als bei der Konkurrenz. Ist halt Telekom, naja. Alle Leute in Berlin lieben den Wald, weil sie ihn in ihrem Internet-Handy angucken können. Niemand von euch weiß, wie der Wald aussieht. Wald ist scheiße. Ich wohne da. Das ist kalt, das ist dunkel. Es ist Ostdeutschland im Grunde genommen. Und zu sagen, er erhält das, ja, er ist der Feind. Was wir brauchen, ist betonierte Fläche mit Internet. Das ist alles, was wir brauchen. Ich finde Blumen, auch Sonnenblumen, toll, auf meinem Flachbildschirm. Fertig. Okay. Dann stimmen wir jetzt ab. Was euch besser? Wenn ihr meint, Gärtner ist ein mega geiler Beruf, Applaus bitte jetzt. Mega geil. Wenn ihr der Meinung seid, Rentner ist ein mega geiler Beruf, dann macht Applaus bitte jetzt. Bist da. Ich krieg gerade rein. Ich habe gewonnen. Nee, da hast du wohl nicht richtig zugehört. Nee, doch, bei mir? Doch, nee. Ach na, dein Empfänger kommt von Vodafone, deswegen kommt da was Falsches an auf jeden Fall. Nicht schlecht. Magenta. Ja, ich hab das ganz Spiel gute Frage. Gewonnen. Gibt's das noch? Gibt's Telekom noch? Weil ich sehe diese Ewigkeiten nicht mehr. Früher war alles immer rosa. Und jetzt ist... Magenta, immer noch. Also. Gut. Na klar, wir klären ja auch kleine Fragen. Es war sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe das Spiel gewonnen. Nee. Du, ich bin ein guter Gewinner. Ich finde auch, du hast gut gespielt. Fand ich toll. Wirklich. Kleiner Mann, ganz groß. Oder ein Riesenapplaus für Moritz Neumeier.